Ich weiß, dass ich schon aufnehme. Ich wollte nichts sagen. Aber jetzt muss ich. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen Zeug gemacht. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal die Quest weiterverfolgen. Das Zeug hinter uns lassen und weitergehen. Vorlesen tue ich ein andermal weiter. Okay. Unbedingt. Ja. Ich möchte einfach mal Stan mitnehmen statt Alistair. Alistair ist mir so... Ich weiß auch nicht. Ich mag ihn nicht. Und wir gehen natürlich hier hin, nach Lothering. Weil wir dort die momentane Quest, die ich entschlossen habe, weiter zu verfolgen, dort haben. Und hier liegen überall Leichen. Ich habe nichts damit zu tun. Worüber kann ich euch erzählen? Mein Fuß tut weh. Das liegt daran, dass ich ihn... Ich glaube, ich habe euch schon mal erzählt, was zurzeit los ist, dass ich schon seit 6 und mittlerweile 7 Monaten Schmerzen habe und kein Arzt weiß, was das ist. Aber was ich euch nur nicht erzählt habe, und zwar weil es gestern Abend war, ist, dass ich mir den ganzen unteren Schenkel aufgeschnitten habe seitlich. Vom Gelenk bis zum Knie. Tut weh. Ein bisschen. Das Komische ist, vom Gelenk bis zum Knie war nur Blut und nur mein Gelenk ist offen gewesen. Und ich weiß, das klingt voll sau eklig, aber ich wollte es trotzdem erzählen. Das würdet ihr nicht verstehen. Einfach, weil ich es kann. Nicht verstehen? Ach, hier gibt's nichts für uns. Meint ihr, es fehlt... Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ja. Ich verstehe alles, was du sagst. Und wir haben Geld. Schlage, Anschlagtafel, ich nehme einfach mal an. Wer es lesen will, muss jetzt Pause machen. Okay. Ich glaube, das reicht. Wer es lesen will, kann Pause machen, weil... Ist so. Ich hab's entschieden. Mutter! Ja, du mich auch. Ich bin nicht deine Mutter. Ich habe keine roten Haare. Zumindest wäre mir das relativ neu. Und blond bin ich auch nicht, denn auch das wäre mir neu. Da hinten sind Wölfe. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir müssen sie angreifen. Ja, ja, hallo. Wir bringen es hinter uns. Oh, und da kommen noch mehr. Sehr schön. Das hat mich gerade sehr seltsam gemacht. Wir sind so entlang gelaufen. Oh, Ich hab's gewirkt. Bleib mir mal dran. Quatsch, bleib dran. Was ist los mit dem? Du hast schon lange nichts mehr getötet. Das klingt so falsch. Eigentlich sollte ich das nicht sagen. Und die Wölfe sind mir persönlich zu laut und ich rutsche immer mehr nach hinten. Irgendwann sitze ich auf dem Boden und höre gar nichts. Weil mein Stuhl irgendwie hinten am Schrank ist. Weil hinter mir ist keine Wand, sondern ein riesiger Schrank. Ein weißer Schrank, habe ich gerade nachgeschaut. Und in dem steht Zeug. Aber die Wölfe geben uns kein Zeug, also gehen wir einfach mal zur Leiche von einer Frau. Geh weg, denn du bist keine Leiche und schon gar nicht eine Frau. Hallo, Leichnam. Wird erledigt. Du hast dein Andenken gefunden. Okay. Schön, dass wir das haben. Ich gehe mal da nach hinten hin, weil... Nein, da nach hinten hin. Da führt uns auch ein Pfeil hin. Und da hinten ist... ein Bär. Oh, nicht ein Bär. Und der geht gerade voll ab. Ich glaube, er hat sich gerade selbst angezündet. Ach, meine Kontrolle. Stör mich ein bisschen. Es ist so warm in letzter Zeit. Schwitze ich natürlich. Die Menschen gezogen. Und dann haben wir eine schöne Suppe. Spargel. Und ich mag keinen Spargel. Obwohl, kommt drauf an. Kommt drauf an, wirklich. Manchmal esse ich ihn, manchmal nein. Und ich mag die Spitze nicht. Die ist voll eklig. Auch wenn es heißt, das ist das Beste, ich finde, das ist das Ekligste. So. Ich weiß nicht mal, was wir gerade getan haben. Ich habe es einfach nur getan. Und ich würde vorschlagen, dass wir immer diesen weißen Pfeilen folgen. Klingt nach einem guten Plan, oder? Ja. Sagt einfach ja. Ich mag es, wenn Leute ja sagen. Aber auch nur, wenn ich will, dass sie ja sagen. Meine Hand juckt. Das interessiert euch alles nichts, aber ich sag's nicht, aber ich sag's trotzdem. Da steht jemand. Vielleicht ist das deine Mutter. Entschuldigung, ich mag keine Kinder. Wetten, der wird jetzt wieder jammern. Ach nö, der ist abwechselnd mal leise. Huch, was ist denn jetzt los, Spiel? Kantor, komm her.
Ich rede jetzt gesegnet mit dir. Seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Okay. Darf ich wissen, was du nimmst, lieber Kantor? Denn das Zeug muss gut sein, wenn du so sprichst. Jedenfalls, wir haben momentan rein gar nichts zu tun. Und deswegen, oder? Haben wir was zu tun? Nö, wir haben nichts zu tun. Außer vielleicht die Verderbnis Ganzes. Aber ich würde vorschlagen, wir haben ja die ganzen anderen Städte, wo wir jetzt reisen können. Und deswegen reisen wir einfach mal von Stadt zu Stadt und schauen, was alles bringt. Mir ist kalt. Mir gefällt es hier nicht. Ne. Schön für dich, kleiner Junge. Wisst ihr, der kann sich freuen, dass er hier überhaupt untergekommen ist. Und trotzdem kann er sich noch beschweren. Also, er kann sich nicht beschweren, aber er tut's trotzdem. Nicht einmal Danke sagen. Ich mag keine Kinder. Nein. Ich will auch selber keine. Das wird der Untergang der Welt bedeuten. Vor allem mit welchem Typ? Oh, das ist eine Truhe. Oh, das ist ein Dolch. Schön Zeug mitnehmen, das wir nicht brauchen und uns das Inventar zumüllt. Weil wir ja auch so viel Platz haben. So macht man es richtig. So spielt man Dragon Age Origins. Und alle anderen Rollenspiele. Ich habe da eigentlich noch generell eine Frage. Also, ich habe das jetzt mal ein bisschen beobachtet und ich frage mich, woran das liegt. Warum sind Rollenspiele nicht so beliebt wie all die anderen Spiele? Wir gehen mal nach so einem Grenzbereich des Brasilianwaldes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Grenzen des Brasilianwaldes, deren Gefahren Einzug in zahlreiche Legenden gefunden haben. Gehen hier hin, gefällt mir. Jedenfalls, kann mir einer sagen, woran das liegt, dass Rollenspiele nicht so interessant sind wie andere Spiele? Weil irgendwie Horrorspiele sind sehr beliebt, Shooter sind beliebt, sogar Adventures, obwohl ich sagen muss, solche Adventures oder Strategiespiele, ja okay, können gut sein, aber ich weiß nicht. Es kommt immer auf die Person an, das kann man nicht immer so gut darstellen. Und dann... Feinde nähern sich! Du hast aber eine Frisur. Bist du Pumuckl oder was? Und groß. Nee, jedenfalls... Bah! Den kenne ich! Ich sag euch nicht von dir. Ich hoffe, das ist jetzt kein... Das ist jetzt ungewollt. Ach warte, das war eine Frau? Pumuckl, dann groß und weiblich. Nein. Woran liegt das? Rollenspiele sind nicht so beliebt wie andere Spiele. Können wir sagen... Ist das so, weil... Stan ist schon tot. Ich hoffe, das ist nicht. Naja, zu spät. Aber... Keine Ahnung, woran liegt das? Ist das, weil es so lange dauert? Oder? Weil sie verschiedene Storys haben? Eigentlich gerade wegen der Story ist ja so ein Spiel einzigartig. Und Rollenspiel hat verschiedene Storys, mehrere Geschichten und... Ich verstehe es nicht. Bitte erklär's mir mal. Och, ich stehe in einer Falle. Ja, ist ja nur so, dass Roger ein Schurke ist, der es eigentlich wissen sollte. Und er fast tot ist. Nimm einen schwachen Rundumschlag. Gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Du musst wieder hoch und die Bogenschützen ausschalten. Die mache ich immer eigentlich immer als erstes weg. Keine Ahnung, warum ich das noch nicht bin. Und ich hab Verbrauch. Dabei habe ich gerade eben gar nichts gegessen oder getrunken. Aua, mein Ellbogen. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich weiß nicht, alles interessiert euch. Deswegen sage ich es euch auch. Kann ich das mitnehmen? Ja, Todeswurzel. Wow. Ich hoffe, sie bringt uns nicht den Tod, wenn wir sie mitnehmen. Schlechte Wortwitze.de. Gehört nicht nur mir, sondern auch Sarah. Entschuldigung. Menschen, die über eigene Witze lachen, sind schäbig. Gut, wir gehen mal weiter. Ja, das war ein Kampf. Ein sehr, sehr anstrengender. Ich wirke irgendwie so unlustig in dieser Folge. Ich muss irgendetwas machen, was euch voll überrascht, aber auch zum Lachen bringt. Und jetzt habe ich schon meine Frage gestellt und... was kann ich machen? Was nun? Was kann ich tun? Da oben fliegt ein Huhn an meiner Decke entlang und sang, dass ich nicht reimen kann. Bam! Entschuldigung. Ich hab's drauf! Oh, nein. Ich bin müde. Huch. Bleibt sofort stehen, Fremder! An diesem Ort lagern die Dalish. Ich schlage vor, ihr verschwindet, und zwar schnell. Um ehrlich zu sein, bin ich auf der Suche nach den Dalish. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Was könnten wir Dalish mit einer Gruppe wie eurer zu schaffen haben? Dreimal das so ran.
Das werde ich eurem Anführer erzählen. Niemanden sonst. Da ihr kein einfacher Eindringling zu sein scheint, Stan, werde ich dem Hüter die Entscheidung überlassen, Schädel wie wichtig ein. Euer Anliegen die ist. Auch. Ich schlage vor, dass ihr im Lager eure Hände bei euch behaltet und vergesst nie, dass unsere Pfeile auf euch gerichtet ich glaub, sind. Ich glaube, Stan wird Fällt sie nicht mir. Bei sich behalten. Entschuldigung, ich fand das gerade irgendwie putzig. Ich weiß auch nicht, sah witzig aus. Da hat eine Klötze. Ich sehe, wir haben Gäste. Ja. Zorniges Bellen. Weiter. Und unter ihnen ist auch ein Hund. Als hätten wir nicht schon genügend Probleme mit solchen Kreaturen. Wer sind diese Fremden, Mithra? Wie bitte? Ich habe heute ausgesprochen wenig Geduld und noch weniger Zeit für Außenstehende. Ich verstehe. Aber dieser hier behauptet, wichtige Angelegenheiten mit uns besprechen zu müssen. Ich verstehe. Erzählt, Fremder. Welche Angelegenheiten haben euch zu uns geführt? Wie ihr seht, haben wir eigene Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Zum Beispiel Stan? Und was für... Und was für Probleme sind das? Beantwortet mir zuerst meine Frage. Wenn ich einer Meinung mit euch bin, werde ich eure Neugier umfassend stillen. Nun gut, ich bin als Vertreter der Grauen Wächter hier. Um nicht zu sagen, ich bin selber ein grauer Wächter. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Maseranas, Mithra. Du kannst auf deinen Posten zurückkehren. Manuvenin, Hüter. Manu, was? Gut. Erlaubt mir, mich euch vorzustellen. Ich bin Sethrian, der Hüter dieses Clans. Hi. Sein Anführer und Bewahrer unseres alten Wissens. Und wer seid ihr? Stan, nein. Mein Name ist Roger. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Oh, ein Schemlin mit Manieren. Interessant. Natürlich. Was führt euch hierher? Seid ihr hier, um uns Neuigkeiten über die Verderbnis zu bringen? Nein. Ich habe die Fäulnis schon gespürt, die sich im Süden ausbreitet. Das Vorhandensein der Verderbnis ist nicht neu für mich. Wenn wir reisen könnten, hätte ich den Clan schon längst nach Norden geführt. Aber wie ihr seht, ist das leider nicht möglich. Ich glaube, Stan traut den allen nicht. Ihre erste Reaktion auf Schwierigkeiten ist also die Flucht? Das ist merkwürdig. Ihr seid sicher wegen des Vertrags hier, den wir vor Jahrhunderten unterzeichnet haben. Goldrichtig. Unglücklicherweise können wir unser Versprechen vielleicht nicht halten. Bitte was? Das bedarf einer Erklärung. Bitte folgt mir. Ich hoffe, die Erklärung ist es wert, dass wir so eine Reise hinter uns haben. Und wow. Oh. Ja, okay. Ihr müsst nichts sagen. Ich sehe schon. Unser Clan hat den Brasilienwald vor einem Monat erreicht. Wir kommen immer hierher, wenn wir diesen Teil Ferelden's betreten. Brasilien. Wir sind immer auf der Hut vor den Gefahren des Waldes. Aber wir hatten nicht gedacht, dass die Werwölfe auf unsere Ankunft warten würden. Sie haben uns überfallen. Und obwohl wir sie zurückschlagen konnten, wurde großer Schaden angerichtet. Viele unserer Krieger liegen im Sterben. Trotz all unserer Magie und Heilkünste müssen wir womöglich unsere Brüder und Schwestern erschlagen. Benutzt einen schwachen Wundumschlag. Damit sie sich nicht in Bestien verwandeln. Das Böse der Verderbnis muss aufgehalten werden. Aber wir können unseren Verpflichtungen nicht nachkommen. Ich bedauere das wirklich sehr. In dem Wald gibt es wirklich Werwölfe. In der Geschichte Ferelden's gab es eine Zeit, in der viele Werwesen durch das Land gezogen sind. Geister ergriffen Besitz von Tieren und verwandelten sie in grässliche Ungeheuer. Nein. Die Menschen führten Krieg gegen diese Kreaturen und vernichteten sie. Nicht alle. Ihre Geschichten über diese Zeit sind zweifellos immer ungenauer geworden. Flemeth hat mir davon erzählt. Ganze Rudel besessener Wölfe, ähnlich den Abscheulichkeiten, sind durch das Land gezogen. Es ist lange vorüber, aber es war schrecklich. Nicht alle Werwesen sind aus diesem Land verschwunden. Und diejenigen, die den Brasilienwald heimsuchen, sind der Beweis dafür. Gibt es eine Möglichkeit, euren Männern zu helfen? Die Infektion ist ein Fluch, der sich in ihrem Blut ausbreitet. Er führt zu großen Qualen und letztlich zum Tod oder zur Verwandlung in etwas Grauenhaftes.
Das Einzige, was ihnen helfen könnte, müsste von der Quelle des Fluches selbst stammen. Und es wäre keine leichte Aufgabe, es zu erhalten. Schwierige Aufgaben sind meine Spezialität. Im Brasilienwald lebt ein großer Wolf. Wir nennen ihn Schattenreiser. Er ist der Ursprung des Fluchs. Und durch sein Blut wurde er übertragen. Wenn er getötet würde und ich sein Herz bekäme, könnte ich den Fluch vielleicht vernichten. Aber diese Aufgabe hat sich als zu gefährlich für uns herausgestellt. Ich habe vor einer Woche weitere Jäger in den Wald geschickt, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich kann nicht noch mehr Clan-Angehörige riskieren. Ich werde den Schattenreißer für euch finden. Ich muss euch warnen. Im Brasilienwald lauern noch mehr Wölfe. Ihr müsst wissen, dass er eine lange Geschichte voller Gräuel und Morde hat. Wo es so viel Tod gibt, wird der Schleier dünn, der das Geisterreich von unserer Welt trennt. Dann können die Geister sowohl von toten Dingen als auch von lebenden Wesen Besitz ergreifen. Also, aber wenn ihr uns doch helfen könnt, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich brauche eine Ausrüstung. Dann sucht Meister Verathorn auf. Ich werde ihn anweisen, etwas Ausrüstung für euch beiseite zu legen, die auch die Jäger verwenden. Ich hätte später einige Fragen, aber jetzt sollte ich gehen. Ich muss mich wieder um meine Leute kümmern. Mach das. Mögen die Schöpfer euch Schnelligkeit verleihen. Wenn sie wollen, dann soll es so sein. Kodex aktualisiert. Ich glaube, ich lese jetzt noch nicht vor. Oh, Kiste, ich nehme es mal mit. Bitte lasst das sein. Wenn ihr Ausrüstung benötigt, kann euch Meister Verathorn bestimmt helfen. Oh, es tut mir leid. Ich halte mich davon fern und komme später wieder, damit ich es doch mitnehmen kann. Maseranas. Und das sind die Leitenden? Jetzt sage ich es mal so, es sind nicht viele, aber ich glaube, die Dalish-Elfen sind auch nicht wirklich viele, weswegen das im Vergleich zu ihrer normalen Anzahl schon ein großer Verlust sein würde. Aber naja, der hat auch was für uns, aber jetzt raube ich ihn erstmal aus. Holzkiste, komm in meine Arme. Was zur Hölle? Du bist langweilig. Sehr schön, hast nur einen coolen Namen. Und was willst du von mir? Das frage ich dich in der nächsten Folge. Jetzt erkunden wir noch ein bisschen. Da ist noch was. Da ist auch noch eine Aufgabe. Also so groß ist das hier alles gar nicht. Ach, noch eine Truhe. Der Unterdrückung vorgezogen. Besser ein gefährliches Leben als die Sklaverei. Verdammt! Ist das... Ja, Säcke! Ich hoffe, die... Ach, schon wieder so ein Ding. Ich hoffe, die Dalish-Elfen haben keine Kinder. Ach, da ist auch noch eine Elora... Sehr schön. Ich glaube, mit einem müssen wir reden. Hat er was geglitzert? Nein. Aber da hat was geglitzert. Was? Oh. Langweilig. Aber es geben uns plus eins Geschicklichkeit. Das gefällt mir. Macht dasselbe wie unsere, nur plus eins. Ach nee, die nehmen aber auch unsere. Nö, dann behalte ich erstmal die und sammle das Dalish-Set. Was bist du? Was bist du? Ein Kind? Elfenmädchen. Die haben ja doch Kinder. Noch ein Elfenmädchen. Kiana? Es kann sein, dass wir mit ihr reden können. Elfin. Und ein Hund. Huch. Das ist nur eine Statue. Und ich lass mal die Elfenwurzeln da. Okay. Wir haben noch eine Minute. Oder? Ne, wisst ihr was? Questen annehmen und mit allen Leuten reden, das machen wir einfach mal in der Folge. Und deswegen tschüss.